aktuell Pokémon Go so gehypt? Ich fühle mich mehr oder weniger ein Stück in meine Kindheit zurückversetzt, weil ich halt mit Pokémon groß geworden bin, so in den 90ern halt. Das bringt soziales Leben zusammen, das bringt Spaß, virtuelles, eine virtuelle Welt zusammen, Menschen generell und man ist halt unterwegs. Früher hat man immer so geträumt, so hier Ash sein zu können, mal so draußen rumlaufen und Pokémon fangen. Das ist ja praktisch dann so der Kindheitstraum, der wahr wird. Und dann hat man ja auch noch so den sozialen Aspekt, dass man halt mit Freunden auch noch rausgeht, was man ja sonst eigentlich heutzutage eher weniger macht. Dann trifft man sich so online zum Zocken oder so und so trifft man sich halt draußen zum Zocken. Ja, heute Morgen bin ich auch wieder ganz früh aufgestanden, um 8 schon, direkt hierhin. Zeit frei eigentlich und trotzdem nicht ausgeschlafen. Ja. Direkt hier nach Köln, direkt alle Pokémon-Stops eingesammelt, hin und her. Wir haben zum Beispiel gestern, haben wir das ganze Dorf von hier abgeklappert, haben da ein paar Bekanntschaften gemacht. Große Arena haben wir jetzt noch nicht getroffen, aber es macht halt Spaß.